Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Maya-Kalender am 28. Juni 2019. Die alten Mayas haben die Natur beobachtet, die kosmischen Einflüsse beobachtet, auch die wiederkehrenden Zyklen beobachtet und sie haben ein ganz präzises Kalendersystem gehabt. Leider wurde durch die Inquisition ein Teil zerstört, aber ein Teil ist erhalten geblieben. Auch wenn das für uns etwas fremdartig erscheint, möchte ich die Maya-Kalender näher bringen. In diesem Kalender gibt es 20 Wellen. Eine Welle dauert 13 Tage lang. Diese Wellen bedeuten Töne, Schwingungen oder Frequenzen. Wir befinden uns in 16. Welle bis 6. Juli 2019. Über diese Welle herrscht Kip, das ist das Symbol dafür, und Kip bedeutet Eule. Und in dieser Welle, was 13 Tage lang dauert, ist die Welle des Wissens, die Welle des Verzeihens, regiert von Eule, verbunden mit der Fähigkeit, im Dunkeln zu sehen. Das bedeutet, unserem Inneren, unserem Unbewussten, nach innen schauen. Und dann sehen wir die Weisheit. Das ist die Tiefe und wir erlangen auch zu dieser Weisheit. Wir befreien uns von alten Schmerz. Jetzt können wir das loslassen. Das ist die Zeit, die Befreiung, die Zeit für Weisheit und inneres Wachstum. Der heutige Tag ist der 5. Tag dieser Welle. Die Zahl 5 wurde so gezeichnet. Das ist der Mittelpunkt. Die Zahl 5 bedeutet auch Einflüsse von außen oder Einflüsse von innen wie Angst. Und wir sollen von diesen Ängsten uns befreien. Zahl 5 bedeutet auch inneren Stärke, raus aus der Vergangenheit, Macht und Kraft zu zeigen und etwas vermehren. Die heutige Energie ist Ahau, das ist das Symbol dafür, und bedeutet Sonne, bedeutet aber auch Ahnen. Und diese Sonnenenergie heute bedeutet Erläuterung, bedeutet auch Klarheit, Orientierung, etwas klar und deutlich sehen und erkennen. Und wir meistern gerade unsere Lebenssituation. Ahau bedeutet auch Liebe, das ist eine Liebesenergie. Und heißt auch Vollendung und Neubeginn. In unserem Körper steht zum Herz und steht auch zu unseren Augen. So wie die Sonne das Zentrum unserem Sonnensystem ist, so ist das Herz das Zentrum unserem Körper. Diese Sonnenenergie steht mit unserem Herz in Verbindung. Auge steht auch mit Sonne und Mond in Verbindung und das heißt etwas klar und deutlich sehen, erkennen, etwas sichtbar machen. Wenn wir nach innen schauen, das ist dann Mondenergie. Die heutige Krafttier ist der Löwe. Und das war die Botschaft aus dieser Maya-Kalender. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure
Dendera Susanna Medici.